Jetzt hör ich auf rumzuhupen! Jetzt haben sie auch ein... Ah! Och nö. Super, jetzt habt ihr euch hier... Alter, hey, sie haben hier... Hier haben sie jemanden... Ah! Nein, ah! Nein, 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 nicht umfahren. Oh Gott, mein Leben, Alter. Sie haben hier doch jemanden umgefahren. Alter. Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LSPDFR mit mir, dem Ratzler. Und ja, wir spielen wieder im amerikanischen Setting und hier, ja, rasten die Leute irgendwie aus, wie deren Ampel stehen müssen. Das sollte es eigentlich mittlerweile gewohnt sein, aber gut. Wir haben hier unseren wunderschönen Ford Crown Victoria. Und mit dem werden wir mal gucken, dass wir hier Recht und Ordnung in die Stadt wieder bringen. Hier in Los Angeles bzw. Los Santos. Ich weiß gar nicht, wie wir das überhaupt nennen sollen. Ob das jetzt Los Angeles ist oder Los Santos. Ist ja eigentlich auch egal. Ist halt eine Stadt, ne? Hauptsache, wir können zocken. So. Was machen wir heute? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es gab einen Wunsch, ich sollte die Leute mal mehr Leute anhalten. Und würde sagen, wir machen das einfach mal. Weil das ist halt so. Jetzt sagen wir, halt mal an, links oder rechts? Links, komm. Oder warte, den da hinten, der hat den Passanten fast umgefahren. Also auf den holen wir da mal raus. Ja, gleich, wenn der über die Ampel fährt. Oder wir holen jetzt mal eben raus, so. Und ich glaube, wenn ich jetzt hier so... Okay, er flüchtet, glaube ich, oder? Flüchtet er oder was macht er da? Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll stehen bleiben. Kann ich dem jetzt sagen, dass... Kann ich den jetzt hier handeln oder so? Hallo. Ah, er geht tatsächlich. Dann nehmen wir mal deine Car Keys. Zu sich. Okay, das hat funktioniert. Aber irgendwie kann ich mit dem nicht inter... Okay. Okay, wir fahren mit dem Fahrer. Do you have any illegal in the vehicle? Wir können ja beschrieben mit Z, glaube ich, ne? No. Okay. Also ja, im Prinzip. Have you done any illegal drugs recently? Not today. Okay. Can I search your vehicle? You're not searching shit. Alles klar, ich würde sagen, wir durchsuchen mal. Beziehungsweise da, dass uns das Fahrzeug nicht durchsuchen lässt, würde ich mal sagen, wir bitten jemanden auszusteigen. Nicht die da. Der da. Komm, aussteigen. Aussteigen, aussteigen. Okay. Ich werde sie jetzt erstmal festnehmen. Weil sie mir sehr mysteriös vorkommen. Werde sie aber erstmal kurz... Ich werde sie mal... Wo werde ich sie denn jetzt absetzen? Ich glaube, sie kommen mal hier zwischen die Autos. Hallo. Haben sie? Okay. wie geht das nochmal? Ich bin vor zur Übung. Wie kann ich denn mal hinsetzen? Mit E, glaube ich, ne? Wie kann ich denn hinsetzen? Mit E? Genau. Egal, solange er hier stehen bleibt. Wir durchsuchen mal die Karre. Bei Erden ist es eigentlich nicht erlaubt, aber da, dass er so nervös geklungen hat. Genau. Recept. Es wird ihnen aber nichts bringen, dass sie jetzt eingestiegen sind, weil ich habe die Car Keys. Alter, würden sie. Bitte mal nicht so viel. Was wollte der gerade. Egal. Steigen Sie mal bitte aus jetzt. Komm, steigen Sie. Nee, bleiben Sie mal stehen. Bleiben Sie mal stehen. Ey. Gott. Warte, geht alles. Genau, Alter, wie viel Kratze hier schon im Lachs sind, aber ist egal. Ist ja nicht unsere Karre. So, jetzt bleiben Sie mal hier liegen, ja? Ich nehme Sie jetzt mal nicht fest, aber Sie müssen hier liegen bleiben. Ich würde gerne einfach nur die Karre durchsuchen. Das ist ja alles in Ordnung. Ich möchte nur die Karre durchsuchen. A brand new flat screen. Ach so. Auf der Fahrerseite im Fußraum ist ein brandneuer flat screen. Alles klar. Und hinten auch, oder was? Okay, dann guck mal im Motorraum. Wenn da auch einer drin ist, dann ist er auf jeden Fall suspekt. Meine Waffe macht einen Abgang. Egal. Eine Machete im Motorraum, aber ist ja nicht illegal. Eine Machete kann man ja für alles. A Gen Sniper Rifle. Okay, das schon mal... Bitte. So, und hinten? Ist hinten noch was? Nein, nicht der da. Den da hier hinten durchsuchen. So. Ist da was drin?
cans of spray paint. Ja gut, das ist ja auch nicht illegal. Mein Gott. Wieso ist denn da jetzt einer drin? Jetzt steigen sie aus. Gehen sie weg. Ich habe keinen Bock, mich um sie zu kümmern. Ey, jetzt gehen sie weg. Okay, also da, dass sie... Ja, ich kümmere mich jetzt hier. Da, dass sie eine Sniper-Rifle haben, die auch noch gejammt ist, werde ich sie festnehmen lassen. Weil das ist nicht gut. Und können Sie jetzt mal bitte aussteigen hier. Warte, welche Zähler ist denn jetzt? So, aussteigen jetzt. Mein Gott. Es geht nicht ab. Ja, komm. Ich glaube, ich nehme sie auch gleich mal fest. Ich glaube, sie sind ein bisschen behindert. Und das ist eine Allgemeingefährderung. Allgemeingefährderung, Junge. Nein, mach! Ich muss die Taste umsetzen, ne? Toll. Alter, wer hupt hier? Jetzt gehen sie weg. Ja, wir müssen mal eben hier kurz... Okay, ich muss mal ganz kurz den Tatort ein bisschen bereinigen. Wir holen hierfür mal eben Tow Truck. Und EMS, weil es ist tatsächlich passiert. In der Folge wurde tatsächlich jemand wiederbelebt. Das, ich frage mich, wie hoch die Chance ist, aber okay. Was ich auch noch sagen wollte, ich habe jetzt ein neues Intro. Das sage ich eine Woche, nachdem es verwendet wird. Ich wollte einfach mal irgendwann das anmerken, habe es aber irgendwie immer wieder vergessen. Ich habe jetzt ein neues Intro. Der Ersteller vom Intro ist in der Beschreibung verlinkt. Das habe ich natürlich nicht selber erstellt, weil ich kann sowas überhaupt nicht. Einzig, was ich kann, ist zocken und so ein bisschen kommentieren, aber sonst auch nichts. Guck mal, die Sirene klingt awesome. So, kriege ich jetzt den Abschluss. Boah, ich muss mal ganz kurz den Tatort... Geht da weg. Mein Gott, jetzt hupen sie doch hier noch ständig rum. Wir parken mal kurz die Karre um. Keine Ahnung, kurz auf dem Gehweg. Oh, Scheiße. Entschuldigung. So, pass auf die Karre hier. Da kommt schon ein EMS. Ich würde es aber nur gerne den hier abschleppen lassen. Ja, chillen Sie bitte. Und Sie können aufstehen. Ich glaube, dazu muss ich sie erstmal festnehmen. Mein Gott. Alter, ich krieg hier ein Chaos. Ja, alle aussteigen hier. Hier gibt's nichts zu suchen. Wir haben hier eine Barriere und wir haben hier eine Barriere, ja? Hier ist Tatort. Hallo, gehen Sie bitte hinter die Barriere. Ich muss sie mal eben nach hinten drücken. Hallo, gehen Sie bitte kurz hinten. Mein Gott, was geht hier ab? Jetzt hör ich auf, um zu hupen! Jetzt haben sie auch ein... Ah! Och nö. Super, jetzt habt ihr euch hier... Alter, hey, sie haben jemanden... Ah! Nein, ah! Nein, 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 nicht umfahren. Oh Gott, mein Leben, Alter. Sie haben mir doch jemanden umgefahren. Alter. Und sie haben auch jemanden umgefahren. Jetzt steigen sie aus. Aussteigen. Auf den Boden, auf den Boden. Jetzt geht sie auf den Boden, Mensch. Nein, sie überfallen jetzt hier niemanden. So, nehmen Sie bitte die Hände hoch. Jetzt bleiben Sie mal. Bleiben Sie stehen. So. So, mein Gott, ey. So, Sie kommen jetzt mit, weil Sie haben mich umgefahren. Nee, Sie haben nicht mich umgefahren, Sie haben den anderen umgefahren. Und ihre Karre wird abgeschleppt und jetzt schrammen sie dann die ständig aneinander. Wieso habe ich jetzt eigentlich zwei Abschlepper hier? Ich krieg einen Anfall. Jetzt wollen wir noch einen dritten Abschlepper. Jetzt hören sie auf, die Kacke hier anzuhupen. Mein Gott. Und was macht der hier? Aha. Ich immer mal. Was? Schon sehr oft rumzuhupen. Okay, ich fahr jetzt einmal weg. Könnt mich alle mal. So, Einsatz abgeschlossen. Maximales Verkehrschaos, aber Einsatz abgeschlossen, ja? Könnt mich alle mal. Der Paramedic übernimmt jetzt. So. So, was haben wir jetzt? Ne, den halte ich jetzt nicht mehr an hier. Ich habe jetzt genug von Anhalten. Surveillance Target, alles klar. Target Driving of Phoenix, Registration, bla bla bla. Okay, alles. Oh Gott. Ist das Code Free? Wo ist denn der? Wir fahren aber mal einen Wegpunkt nach. Ich glaube, wir fahren mal eben in Code. Ey, wir fahren in Code 2. So.
Code 2 kennst du. Wie früh haben wir? Wir haben 16 Uhr. Okay, es wird also, wird also bald Abend. Achso, wir müssen hier noch geradeaus. Okay, vorsichtig. Ich habe einen Einsatz. Oh, ich mag dieses GTA. Hör, wieso lenkt er mich jetzt anders? Alter, ich krieg heute echt einen Anfall. Ich krieg heute... Nee. Ich krieg einen Anfall, ey. So. Surveillance Target. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich einfach jemanden festnehmen. Oh, das heißt einfach. Wir müssen jemanden festnehmen. Aber wird schon schief gehen. Also, hoffentlich nicht, aber, ne. Okay, der Dreh... Mein GTA ist am Crashen. Okay, alles klar. Merke ich mir auf jeden Fall. Dann mache ich hier kurz einen Cut. So, da sind wir wieder. Das irgendwie muss ich kurz das ganze, die ganzen Plugins neu laden. Ging aber recht schnell dieses Mal. Der Einsatz ist natürlich jetzt am Arsch. Den können wir vergessen. Aber das macht ja nichts. Solange das Spiel nicht abschmiert, ist alles gut. Ich denke sehr positiv, ja. Also, jetzt halt mal doch noch jemanden an, oder? Kommt der da? Der kommt mir noch sehr suspekt vor. So, komm. Hat er angehalten? Na, ich glaube schon. So, guten Tag. Kann ich mal bitte den Autoschlüssel haben? Hallo, den Autoschlüssel. Ey! Hä? Hey. Warte mal, wir gehen in meinen Autoschlüssel wieder zurück. Ich glaube, ich habe den irgendwie zu früh angehalten. Ja, hier, können Sie wieder haben. Aber bitte mich nicht umfahren. Ja, you're welcome. Aber jetzt halten wir dich noch an hier, ja? Wir wollen jetzt schon noch eine Kontrolle. Oder warte, wir halten den hier an. Ja, wir haben ihn angehalten. Scheiße. Ja. Alter, jetzt bleiben Sie doch nicht so... Bleiben Sie stehen. Mensch. Jetzt kommen, fahren Sie einfach rechts ran, ist gut. Genau. Ja, genau, das ist eine super Ansicht. Hallo. Hätte mal gerne Ihre ID und ohne, dass Sie mich bitte umfahren oder sonst irgendeine Chaos hier in der Straße entsteht, was wahrscheinlich eh nicht passieren wird. So, Ihre ID. Ihre ID. Suspects. Ich muss. Wie komme ich hier raus? Nein, nicht dich durchsprechen. Ich muss zu meinem Auto. Nein, geh weg. Ah. Okay, wir haben Verfolgungsjagd. Ich meine, Verfolgungsjagd in der im Innocence Boulevard oder so. wir brauchen Unterstützung. Ah, bleiben Sie stehen. Ah. So eine Scheiße. Mann. Hey, der Abstepper flüchtet oder was? Nee. Der hier flüchtet. Oh Gott. So easy. So, steigen Sie bitte aus. Auf den Boden und nimm Sie die Hände hoch. Was macht der da? Egal. So, ich werde es jetzt festnehmen. Mit meiner super tollen schwebenden Brille. So, sie werden mitgenommen wegen Fahrerflucht und Widersetzung einer Polizeikontrolle oder so, keine Ahnung. Und ihr Auto wird auch festgenommen von einem Abschlepper. Das können sie sich dann wieder für überteuertes Geld abholen, ne? Das wissen sie schon. So. Aber sie werden erstmal mitgenommen, weil sie sehen nämlich scheiße aus und sie haben Widerstand geleistet. Außerdem haben sie mir eine schöne Delle reingefahren. Die müssen sie natürlich dann auch noch bezahlen. Können sie mal hier ihren Dienst machen und durch die Gegend laufen? Und ihre Nein! Ah! Mann! Wir haben Homeless People. Pass auf, das nehmen wir mal an hier. Weil wir haben ja eh abgeschlossen. Jetzt kommt noch der Abschlepper und dann haben wir easy. Aber wir haben Code 2 hier. Das heißt, wir dürfen aber eher mal reparieren. Mein Gott, ich soll vielleicht mal einen Satz nach dem anderen reden. Homeless People. Code 2. Ich sollte leise anfahren. Mein Gott. So, jetzt habe ich mal ein bisschen geordnet. Der hier wird eh gleich abgeholt. Heißt, wir können ganz entspannt zu Homeless People gehen.
und die Obdachlosen noch mehr schikanieren, als sie sonst schon sind in der Gesellschaft. Ist das nicht schön? Ich finde diesen Callout sehr lustig. Also, ja. Also, doch, ja, eigentlich schon. Ah! Wieso pixelt der das? Ah! Oh Gott, ich hab die Schießerei. Und ich glaube, die sind auch nicht so freundlich, oder? Oh Scheiße. Oh Scheiße. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung. Ich brauche Unterstützung, aber ganz dringend. Ach du Scheiße, gebt euch die Punkte. Wir müssen mal ganz kurz hinten an die Karre gehen. Und kurz mal das M4A1 rausholen. Bei dich. Alter. Oh Gott, die U-Bahn kommt. Nein. Bleiben Sie mal hier stehen, das ist gut. Bleiben Sie mal stehen hier. Oh nein. Scheiße. Alter. Okay, wir haben eine Schießerei. Ich glaube, wir haben es abgeschlossen, oder? Okay. Okay, wir fahren mal eben. Alter, what the fuck? Okay, wir brauchen ihn auf jeden Fall. Okay, EMS kommt schon. Wir wollen aber trotzdem noch ein bisschen mehr, weil das schafft einer nicht. Brauchen ein paar mehr. Aber das Geld beschlagnahmen wir natürlich. Mein Gott, wie viel Geld hier liegt. Alter, das war jetzt aber krass, ey. Ich glaube, hier sind auch welche gestorben, oder? Hier liegen überall Leichen, oder? Nee, hier oben irgendwie gar nicht mehr. So. Aber meine Polizeikarre wurde von der U-Bahn weggefahren. Die können wir auch nicht mehr fahren. Oh Gott, nicht hier reinfahren. Haben wir irgendwie Einschusslöcher am Polizei? Boah, ist das laut. Haben wir Einschusslöcher irgendwo? Mal eben begutachten. Ich glaube, ah doch, hier haben wir eins. Aber ich glaube, sonst geht das sogar. Ah, da hinten haben wir noch einen, oder? Ne, das ist die Aufschrift. Bitte steig... Ähä. Okay. Alles klar. Ich sag dazu gar nichts mehr. Gut, okay, die Crime Scene ist eh geklärt. Ich frage mich, ob unsere Karre überhaupt noch läuft. Ah ja, tut sie. Okay, dann reparieren wir einmal. So. Gut, unser Homeless People-Einsatz ist natürlich jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wir hatten einen kleinen Zwischenfall. Aber nur so minimal. Wir wären nur fast draufgegangen. Warte mal, wieso verliere ich kein Leben? Ach, weil ich eine Weste anhab, ne? Ah ja, stimmt. Ich hatte mir eine Weste rausgeholt mit dem Gewehr. Aber das Gewehr war echt nötig, ey. Das wäre sonst brenzlig gewesen. So, wir biegen immer ab. So, jetzt halten wir den hier noch an. Komm, in Sie habe ich Vertrauen. Sie haben nichts Böses gemacht, oder? Komm, Sie haben nichts Böses gemacht. Wir ziehen das jetzt hier durch, ohne Gewalt. Und ohne sonst was. Das Nummernschild werde ich mir schon mal merken. So, und jetzt hätte ich einfach kurz eine allgemeine Verkehrskontrolle. Nach US-amerikanischer Art. Wir werden sie einfach kurz checken. Amanda heißen sie, das ist ein toller Name. Valencia. So. Checken Sie mal bitte durch. No active variants. You found a machete. Dürfte ich einmal bitte Ihr Auto durchsuchen? Komm, da haben Sie doch nichts dagegen, oder? You're not searching shit. Wieso wollen Sie nicht... Pass auf, ich schaue nur mal kurz in den Kofferraum, okay? Huch. Ah ja, okay. Nur mal kurz hier hinten reingucken. A jammed sniper rifle, alles klar. Auch Sie haben wohl Böses im Busch. Das heißt, ich bitte Sie jetzt einfach auszusteigen und sich hier zu ergeben. Hallo. Ich würde gerne, dass Sie aussteigen. Wie kann ich denn jetzt hier... Nee, nicht hier. Hängen Sie aus. Bleiben Sie stehen. Auf dem Boden. Ich muss Sie leider festnehmen, weil Sie haben nämlich eine gejammte Sniper Rifle, wie Ihr Kollege vorhin auch. Das ist ja wunderschön, dass alle hier eine gejammte Sniper Rifle haben. Wir machen alles hier irgendwie, alle sind hier gerade heute böse, alle haben was Böses. Wir hatten heute keinen, den wir einfach so entlassen konnten. Allerdings hatten wir auch heute keinen Toten, ja, das ist auch, muss man auch mal sagen.
Wir haben alle, ich sag mal, ordnungsgemäß versorgt. Ich komme mal bitte an den Straßenrand hier, damit wir nicht den ganzen Verkehr aufhalten. Dann warten wir hier auf den Abschlepper. Der wird einmal ihre Karre mitnehmen. Mit offener Tür, das ist immer sehr gut. Guck mal, hier, die werden sie mitnehmen. Genau. Ne, da freut man sich ja schon. Gut, und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der weiteren Folge, wo wir wieder mit deutschen Einheiten spielen. Und ich würde sagen, bis dahin würde ich mich über eine Bewertung freuen. Können Sie bitte fahren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in einer anderen Folge von LSPDFR. Bis dahin, haut rein, macht's gut. Tschüss.